Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe mir über die Zeit hinweg überlegt, eine ganz spezielle Serie zu produzieren. Und diese Serie heißt Das Heilige Land. In dieser Serie klären wir zum Beispiel, wo die Arche wirklich startete. Wir klären und besprechen, wo ursprünglich das erste Avalon gegründet wurde, wo der letzte sichtbare Beweis von Atlantis liegt, wo Asgard, die Heimat der alten nordischen Götter, lag, woher die Nazarener kamen, die Aramäer kamen, woher die neun Bogenvölker kamen, woher die Hethiter und Assyrer kamen, wo das sagenumwobene Phäakenland von Homers Odysseus lag, wo die Säulen des Herakles wirklich standen, wo wahrscheinlich der Garten Eden lag und das große Ida-Feld, wo der ägyptische Gott Horus getauft wurde. Das und noch viel mehr klären wir in der Serie Das Heilige Land. Und ihr werdet überrascht sein, um was für ein Land es sich handelt und was es damit auf sich hat. Und wir legen los. Seid gesegnet, bis gleich. Ja, hallo, ihr lieben Seelen da draußen, seid gesegnet. Heute sind wir beim Teil 2 der Serie Das Heilige Land. Und heute wird es wieder sehr interessant werden, weil ich habe mich gefragt, wenn wir die sumerischen Keilschriften uns angesehen haben, wenn wir uns das Alte Testament und andere Schriften angesehen haben. Und heute kommen wir zu einem ganz speziellen Thema, nämlich wenn wir uns die vedischen Schriften nochmal ansehen. Inwieweit können wir die in Abgleich bringen? Und vor allen Dingen, wo führt es uns hin in der geografischen Angabe, wo was passiert ist? Und das wird mal wieder richtig spannend. Also das passt perfekt in die Reihe der Serie Das Heilige Land. Wer Teil 1 gesehen hat, der weiß ja schon so ungefähr, in welche Richtung es geht. Zum letzten Teil vielleicht habe ich einen Kommentar gelesen, den fand ich sehr spannend. Scheinbar muss dieser Mensch auch ein Mönch oder ähnliches gewesen sein oder ist einer. Und er schrieb noch rein, dass er 45 Jahre seines Lebens in Klöstern mit alten Schriften verbracht hat. Er wird meinen Kommentar zum ersten Teil nicht kommentieren, aber er schickt ein wohlwollendes Schmunzeln. Das spricht schon Bände von jemandem, der 45 Jahre alte Schriften in Klöstern studiert hat. Also wir sind auf dem richtigen Pfad, das weiß ich, das spüre ich. Und das wissen auch ganz viele von euch da draußen. Also, wenn euch auch das Video gefallen hat, bitte verteilt es ganz weit da draußen. Umso mehr Menschen darüber Bescheid wissen, desto eine höhere Wahrheits-, Klarheits- und Reinheitsenergie geben wir in das Ganze hinein. Also, klären wir zuerst mal, was es mit den vedischen Schriften auf sich hat und was da drin steht. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung von ein paar Minuten, das geht schnell. Also, das Erste, was ich mich gefragt hatte, im Ägyptischen, Ra. Ist es eine rein ägyptische Vorstellung, weil ich immer wieder überall auf diesen Namen stoße? Ja, Ra war der Sonnengott der Ägypter. Ra kannte man auch in Mesopotamien unter Marduk. Ra bedeutet auf Deutsch übersetzt Licht. Wir kennen den Begriff zum Beispiel aus unserer Aura. Darin verbirgt sich das Wort, denn Aura bedeutet dein eigenes Licht. Der Begriff Ra, der wurde bereits tausende Jahre vorher benutzt und stammt ursprünglich aus dem Arisch-Schwedischen. Scheinbar. Denn laut den Schriften der alten Veden, den Santhyas speziell, kamen verschiedene Völker auf die Erde.
so auch das Volk zum Beispiel mit dem Namen Da Aria. Aus dem Tara, auch wieder Ra drin, System im Sternbild kleiner Bär. Deren Erde hieß Rai, auch wieder Ra. Sie sollen graue Augen gehabt haben und ihr seht, in beiden Worten ist wieder Ra mit dabei. Ein weiteres Volk zum Beispiel, das der Ha-Aria, kam aus dem Radar-System, also auch wieder Ra. Im Sternbild Orion und deren Einheimat hieß Troada. Und sie hatten grüne Augenfarben. Auch dort ist das Wort Ra verankert. Und dann kam das Volk, so nennen sie es zumindest in den vedischen Schriften, den Sankhyas speziell, die Svyatrussen. Die hatten blaue Augenfarbe. Und sie kamen aus dem Sternbild Großer Bär, dem sogenannten Arkoin-System und der Erde Ruta. Und dann kam das Volk der Rassenen, also auch wieder Ra dabei, mit brauner Augenfarbe, von dem vermutlich der Begriff eventuell Rasse herkommt. Die kamen aus dem Sternbild des Löwen und dem sogenannten Dashtobox-System und ihre Herde hieß Ingard. Ja, es erinnert so ein bisschen an die Edda, ne? An Asgard, Midgard. Gard heißt ja Garten. Und sie alle kannten die Rune Ra, welche Licht bedeutet. Die Schriften der alten Veden waren Runenschriften auf Papyrus, Holz, Santias in Gold und als Metallplatten, Steintafeln und anderem Material, das sich sehr lange halten konnte. Und sie wurden teilweise in Höhlen, Sumpfgebieten, Tempeln und geheimen Orten für unsere heutige Zeit aufbewahrt und konserviert. Naja, ihr wisst ja, jetzt ist die Zeit der Offenbarung aktuell. Die ältesten Platten sollen auf ein Datum von rund 40.000 Jahren datiert sein. Damit wären sie noch älter als die sumerischen Keilschriften. Damit wären sie das älteste Schriftzeugnis menschlicher Kultur auf Erden. Und diese Santias wurden in einer Art Priesterschrift, so könnte man das sagen, verfasst, die man Haarische Karuna nannte. Also Ari rückwärts ist auch Ra, ne? Nur so nebenbei. Durch spätere Veränderungen entstanden daraus letztlich die germanischen und skandinavischen Runen, die älteste Sanskrit-Schrift und auch andere Schriftformen. Also es soll alles daraus entstanden sein. Und diese Schriften erzählen von Asgard, von Midgard und Hyperborea. Hyperborea soll übersetzt sein mit Daaria. Daaria ist Hyperborea in diesen Schriften. Antlan wird auch oft erwähnt, ist gleichzusetzen mit Atlantis. Und dann spricht man in diesen Schriften von sogenannten Vimanas. Die Vimanas, das sind die Flugobjekte. Und dort erzählt man sich, dass die Menschen aus fremden und fernen Systemen kamen. Und dort sprach man auch bereits schon über die sogenannten Chakras, unsere Chakren. Die kannten aber 9. Ich gehe sogar mit den Nebenchakren von 12 oder mehr aus, aber das ist ein anderes Thema. Sie kannten halt 9. Und nach diesen Schriften befindet sich noch jeweils ein Chakra links und rechts von unserem Halschakra, also auf unseren Schultern. Und unsere Ahnen wurden immer als, das ist das Nächste, ihr wisst, es wurde der Begriff der sogenannten Barbaren erfunden. Und unter Barbaren stellen wir uns, ja, so wilde in Lederkostümen aus dem Wald vor, die auf einfachste Weise gelebt haben. So werden unsere Völker und Stämme oftmals dargestellt. Was ein Irrglaube ist, weil er vor allem durch die Römer installiert wurde. Aber woher kommt der Name an sich? Warum hat man den benutzt? Barbar bedeutet nichts anderes als Dreifachgeborener. Also eigentlich sogar eine Hommage an uns. So wie man Made in Germany ursprünglich erfand, um uns zu diskreditieren, aber am Ende wurde es zu einem Label, einem Positiven. Es gibt eine Rune,
Die wird auch Barre genannt. Ihr kennt sie unter Barre oder Berkana. Und wenn wir das aneinanderreihen, Barre, 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 dann bedeutet es Dreifachgeborener. Denken wir an Thoth, Hermes Trismegistos. Und diesen Dreifachgeborenen finden wir später in Ägypten wieder. Denkt dran, Thoth. Der war atlantischer Hohepriester, der nach dem Untergang von Atlantis in das Land Chem reiste und dort Ägypten begründete. Die Römer hatten mit Unterstützung der falschen Christen viel verdreht, ihr Lieben. So stellten unsere Ahnen die Werte des Lebens über das des Besitzes. Das ist nun mal Fakt. Das hat sich aber mit dem römischen Imperium schlagartig verändert. Und es hat bis heute angehalten. Unsere Ahnen liebten den Zyklus des Lebens und der Natur. Sie waren naturverbundene Völker und hatten eine ganz andere Wahrnehmung zum Leben, als es die meisten von uns heute haben. Der Überlieferung der vedischen Schriften nach wurde Atlantis bei dessen Untergang mit Vaidmanas oder Vimanas, also Raumschiffen, verlassen. Genau das Gleiche haben wir auch in den sumerischen Keilschriften stehen. Sie gingen in das Land Ta-Kemi. Oh, da wurde ich auch ganz wach. Ta-Kemi. Ihr wisst, Pharao Thoth verließ ebenso seiner eigenen Aussage nach Atlantis bei dessen Untergang und begab sich in das Land Chem. Chem. Ta-Kemi gleich Chem. Ägypten. Eine weitere Bestätigung finden wir im Datum des letzten Untergangs. Viele alte Ausgrabungsstätten wie Göbekli Tepe, eine sehr interessante Stätte, auf die bin ich aufmerksam geworden, weil in der Nähe Haran liegt, wo Abraham und Isaak wirkten. Aber das ist ein anderes Thema. Göbekli Tepe, die Sphinx in Ägypten nehmen wir als Beispiel, das Osirion in Ägypten, die weisen ein Datum von 10.500 vor Christus. Die vedischen Schriften hingegen sprechen vom endgültigen Zusammenbruch von Atlantis um, haltet euch fest, 11.000 vor Christus. Der schlafende Prophet Edgar Cayce setzte als letztes Untergangsdatum auch 10.500 vor Christus in seinen Readings fest. Zufall? Und jetzt wisst ihr auch, wann die Sintflut wirklich passiert ist, diese große. Genau zu diesem Datum. Dazu schreibe ich gerade ein eigenes Buch. Thoth wurde auch als Hermes Trismegistus, wie viele von euch wissen, dem Dreifachgeborenen bezeichnet. In den alten Santhyas, in arisch-vedischen Schriften, finden wir die Rune Bare, 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 Dreifachgeborener. Nochmal zur Wiederholung. Den Begriff finden wir auch zum Beispiel auch noch in Namen wieder wie Barbara. Ja? Die Römer verunglimpften diesen heiligen Begriff und machten etwas Negatives daraus. So einfach geht das. Schlimmer geht's nimmer. Waren die Erben dieses uralten und heiligen Ursprungs mit der Geschichte um Noah verknüpft? Das ist die Frage, die ich stelle in meinem nächsten Buch. Und das wird sehr, sehr spannend, denn Noah ist tatsächlich sehr eng verknüpft mit ihnen. Waren die Anunnaki vielleicht eines dieser vier außerirdischen Rassen, die in den Veden beschrieben wurden? Oder waren sie die fünfte, die nicht beschrieben wurde? Ja. Die Sphinx wurde zum Anfang des Zeitalters des Löwen errichtet. Und das liegt nun mal 10.500 vor Christus. Und es ist auch auf das Sternbild des Löwen ausgerichtet. Das war zuletzt 10.500 vor Christus. Es könnte eine Anspielung auf das Volk der Rassinen sein, weil sie sollen ja aus dem Sternbild Löwe zur Erde aufgebrochen sein. Aber das ist jetzt nur einfach eine Verknüpfung. Das muss nicht so sein. Noah. Denkt bitte dran, soll bei seiner Geburt weiße Haut, weiße Haare und blaue Augen besessen haben. Ist er somit ein Nachkomme
von zum Beispiel, wenn man dann an vedischen Schriften geht, von den Svyat-Russen? Oder ist er wirklich ein Sohn von Enki? Das ist auch sehr interessant. Aber sie kannten ihn. Noah wurde bei den Sumerern Tsiusutra genannt. Und er war ein Nachkomme der wunderschönen Batanasch aus ihrer Liebschaft mit Enki. So steht es in den sumerischen Keilschriften. Der eigentliche Ehemann und offizielle Vater hieß Lumach oder Lumach bei den Sumerern und in der Bibel heißt er Lamech. Okay? Klingt fast identisch. Ein Nachfahre von Adam im sumerischen Adapa. Noah war ein Anunnaki. Aber wo ist da jetzt die Verbindung zum Heiligen Land? Das erarbeiten wir uns jetzt ganz schnell. In Atlantis, ihr Lieben, beziehungsweise auch Poseidonis genannt, sollen Vertreter aller Augenfarben und Hautfarben gelebt haben. Und das spricht dafür, dass hier vier verschiedene extraterrestrische Völker irgendwann zu einem einzigen vereint wurden. Das ist sehr, sehr interessant. Handelt es sich bei den Anunnaki vielleicht sogar um eine fünfte Rasse, die in den Veden nicht beschrieben wurde? Der Frage gehen wir nach. Denn die Beantwortung dieser Frage offenbart ein Geheimnis, das bisher noch niemand offenbart hat. Vielleicht hat sich niemand getraut. Vielleicht hat es noch keiner versucht zu verknüpfen. Vielleicht sind die Informationen im Feld erst jetzt offengelegt worden. Vielleicht wissen wir es, weil meine Frau und ich, so wie unsere Kinder schon oft dabei waren in der Vergangenheit. Es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Es wird für den Geist kaum fassbar sein, was dies für uns bedeutet und welche Folgen das für unsere Geschichtsschreibung hat und unser Bewusstsein. Es könnte eine der größten Offenbarungen unserer jetzigen Zeitgeschichte werden. Fühlt mit mir rein. Spürt den darin verborgenen Wahrheitsgehalt. Es wird alles bisher Geglaubte auf den Kopf stellen, wenn wir das offenbaren. Und dann erfahren wir auch die wirkliche Wahrheit über die Anunnaki. Und jetzt gehen wir mal, nachdem wir die Veden mal kurz beschrieben haben, auf die Verbindung, wo sich das alles abgespielt haben könnte. Und da kommen wir zum Thema Heiliges Land. Weil das ist für mich eine sehr entscheidende Frage. Wer den ersten Teil gesehen hat, kann bereits schon einige Punkte von euch verknüpfen. Wo ist also jetzt die Verbindung zwischen den Überlieferungen der Anunnaki, den Überlieferungen des Alten Testaments, den vedischen Schriften und denen über Atlantis, Platon? Wie kommen wir in der Geschichte zu einem gemeinsamen Konsens? Wenn wir das rausfinden, dann werden sämtliche Fragen unserer Existenz auf einen Schlag beantwortet. Fragen über unsere Herkunft, unsere Geschichte und warum die Völker Europas, allen voran die deutschen Stämme, immer wieder bis aufs Bitterste bekämpft wurden und man versuchte, sie immer wieder zu vernichten. Starten wir dazu zum Verständnis nochmal mit den inhaltlichen Dingen bei den Santias aus den Veden. Dort wird berichtet, dass es vor unzähligen Jahrtausenden einen galaktischen Krieg gab. Die Angreifer, die werden dort wie folgt beschrieben. Siehe Santhya 5, 12, 76. In ihrer grauen Hautfarbe werdet ihr die fremdländischen Feinde erkennen. Sie haben Augen der Farbe der Dunkelheit. Die Herrscher dieser Fremdländer werden dort Koschtschei genannt. Das bedeutet Fürsten der dunklen Astralwelt. Und in den Veden sagen sie, dass es eine Zeit gab, in der die Erde drei Trabanten hatte. Und zu dieser Zeit kamen diese friedlichen Völker auf die Erde. Monde, die Erde, hießen Luna Fata, Luna Messiaz und Luna Leila. Und unser heutiger Mond, den wir noch haben, mit rund 29 Tagen Umlaufzeit, das wäre der Luna Messiaz.
Lunavatar hatte eine Umlaufzeit, so beschreiben sie, von 13 Tagen und Luna Leyla von 7 Tagen, also einer Woche. Vielleicht hat man deshalb die Woche in 7 Tage eingeteilt. Es gibt ja viele Gründe für die 7, auch die 7 Erzengel, ne? Ein Umlauf der Luna Leyla wäre genau, wie gesagt, eine Woche. Ein Umlauf von Messjetz ist, wie gesagt, unser Monat, nachdem auch das Wort Monat entstammt. Und es gab an Ethnien die großen Rasa, also die Asen. Dann gab es die Gelben, auch genannt die Arime oder großer Drache. Des Weiteren die Roten, welche auch die Bartlosen oder Feuerschlange genannt wurden. Und es gab die Schwarzen, auch die Farbe der Nacht oder dunkle Leere genannt. Die Zuordnung sollte euch nicht schwerfallen. Wobei ich mich schwer tue, das so zu übernehmen und zu glauben, weil das in ganz vielen Schriften so beschrieben wird. Man so pauschaliert in Gruppen, rot, braun, hell. Da bin ich noch nicht ganz durch mit. Ja, aber ich wollte es einfach nur erwähnt haben. Auf jeden Fall ging es um die Koschei, um diese Angreifer. Und die hatten wohl eine Basis auf dem Mond Luna Leyla errichtet, um die Erde anzugreifen. Ich denke sofort wieder an den Todesstern bei George Lucas. Der Anführer der Erdlinge, Tarach Dashbok, konnte diesen Angriff nur verhindern. Sie hatten einen Plan ausgeheckt, indem er den ganzen Trabanten vernichtete. Also den Mond. Infolgedessen ging Asgard mit dem ganzen Kontinent unter. Ich glaube, das ist das, was wir als Untergang von Hyperborea bezeichnen. Denk an die Mercator-Karte vom Nordpol aus dem 16. Jahrhundert. Durch den weisen Druidenpriester Spaß wusste man, obwohl es war kein Spaß, dass Hyperborea dabei, wie gesagt, ebenso vernichtet wird und evakuierte das Land. Man wusste das schon, glaube ich, 15, 14, 16 Jahre vorher und konnte Vorbereitungen treffen. Es war Zeit. Und der Seher hatte es gesehen. Man zog in eine neue Heimat, die wir heute unter dem Namen Atlantis kennen. Und jetzt kennen wir auch den Grund und den Unterschied zwischen Hyperborea und Atlantis. Denn durch diesen galaktischen Krieg waren leider die Heimatplaneten von all diesen beschriebenen Rassen auf Erden schon vernichtet worden. Sie mussten hier bleiben. Jetzt haben wir Atlantis. Und auf Atlantis selbst passierte etwas im Laufe der Jahrtausende, was wir aus vielen Kulturen kennen, was deren Untergang bedeutete. Nämlich die korrumpierte und machtgierige Priesterschaft übernahm die Herrschaft. Sie belogen die eigene Bevölkerung und sprachen mit gespaltener Zunge. Sie wiesen die Menschen nicht mehr an das heilige Wissen ein, nutzten es selbst kaum noch und ließen die, die es wissen wollten, nicht hindurchgehen. Es waren Worte wie das Gift einer Schlange, das kennen wir aus der heutigen Zeit. Das Atlantische Imperium wollte im Grunde genommen die ganze Midgard-Erde unter ihre Kontrolle bringen. Kennen wir das Muster nicht, auch aus heutiger Zeit? Und aus vergangener Zeit zu Genüge. Denkt an das Römische Imperium, denkt an das Britische Imperium, an das Amerikanische Imperium, an die Globalisierung von Wirtschaftskonzernen. Durch den Missbrauch ihrer Macht zerstörten sie den Mond Luna Vata. Und als Antlan, also Atlantis, unterging, wurden viele mit sogenannten Vaidmanas, also Flugschiffen, gerettet und nach Ta-Kemi gebracht, nach Ägypten, in das Land Kem. Genauso steht es auch in den sumerischen Keilschriften. Und laut den vedischen Schriften stürzten Teile von Luna Vata in den Pazifischen Ozean und lösten eine große Sintflut aus. Und hier fügen wir die Teile jetzt mal zusammen. Die Veden berichten davon, dass es eine große Flut gab, die mit dem Untergang von Atlantis zusammenhängt. Punkt. 10.500 vor Christus. Ihr Fluchtort des Neuaufbaus lag in Ägypten.
Die sumerischen Keilschriften berichten von Ziusutra, dessen Frau Emsara hieß, der auch drei Söhne hatte. Er hatte mehr, er hatte auch Mädchen, aber die werden nicht beschrieben, weder in der Bibel noch bei den Sumerern. Und auch die sumerische Schrift berichtet von diesem Ziusutra, also Noah, und seinem Rettungsschiff. Als die Anunnaki wieder auf der Erde landeten, nach der Sintflut, machten sie Ägypten und auch Mesopotamien zu ihrem neuen Domizil. Die Bibel spricht von Noah und der Arche, die am Ende auf einem Berg strandete. Dieser Berg, den ortet man heute auf dem Berg Ararat in der Türkei. In meinem neuen Buch offenbare ich, dass dem unmöglich so sein kann. Es stimmt nicht. Ja, es ist kein Zufall, ganz bestimmt nicht, dass in den sumerischen Aufzeichnungen von einem Berg Arata gesprochen wurde. Aber lag er wirklich dort, wo er beschrieben wird? Es wird von Edin, also Eden, gesprochen. Welches, ihr habt Teil 1 gesehen, im Nahen Osten gelegen haben soll. Wir wissen, dass dem nicht so ist. Waren all diese Städte dort, wo man sie heute vermutet, wirklich dort gewesen? Oder ist es wie eine Art Propaganda, die auf uns wirken soll? Wie erklären wir uns die verschiedenen Orte, die am Ende aber zum gleichen Ergebnis führen? Und jetzt schauen wir nochmal an die sumerischen Keilschriften, in die 9. Tafel von Enki, was dort geschrieben steht. Und da kommen wir jetzt zur Kernaussage. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Marduk eine Menschenfrau heiraten wollte, wer die sumerischen Keilschriften gelesen hat. Marduk wollte Sarpanit heiraten, eine Erdlingsfrau. Das war mit Komplikationen verbunden. Er musste seine Prinzenwürde als Anunnaki ablegen, um ein großer Herrscher auf Erden zu werden, der aber sein eigenes Reich bekam. Und als die Feierlichkeiten zur Hochzeit von Marduk und Sarpanit, seiner Frau, vorbereitet wurden, äußerte Enki: Lasst uns Marduk und seinem geliebten Weib ein Geschenk machen. Lasst uns ein Reich fernab von Eden in anderen Ländern bestimmen. Enlil dachte nach und stellte die Frage: Von welchem Land und welcher Domäne sprichst du? Und Enki antwortete: Eine Domäne oberhalb von Abzu. Oberhalb von Abzu. In dem Land, das bis zum oberen Ozean reicht. Es ist durch das Wasser von Edin getrennt und kann nur mit Schiffen erreicht werden. Enlil stimmte zu und sagte, so sei es. Also, prüfen wir die Quellen und Ortsangaben. Das Reich fernab von Edin. Edin lag ursprünglich ganz woanders. Es soll aber nicht auf Edin gelegen haben. Und auch nicht in der Nähe von Abzu, also auf Atlantis. Wir wissen, dass Marduk über Babylon herrschte. Wo lag also Babylon wirklich? Seitens der Bibelwissenschaftler ortete man den Garten Eden und Babylon beides in der Nähe voneinander in Mesopotamien. Es kann aber nicht sein, dass es in der Nähe voneinander liegt, wenn es fernab von Edin sein soll. Das ist unmöglich. Man spricht von oberhalb von Abzu, also dem Norden. Man spricht von einem Ozean, den es in Mesopotamien nicht gibt. Ein Land, das bis zum oberen Ozean reicht. Leute, wir gehen wieder zum Ursprung zurück, Richtung Hyperborea, Nordsee. Der obere Ozean oder auch der nördliche Ozean wurde in fast allen antiken Texten immer als die Nordsee identifiziert. Und da liegen nun mal auch die White Lands, die weißen Länder, Eis und Schnee bedeckt. Es ist durch Wasser von Edin getrennt, womit der Nahe Osten völlig entfallen würde. Zwei Anunnakis, Nergal und Ereshkigal, wurden vor der Sintflut beauftragt, Instrumente vor dem weißen Land aufzustellen, vor dem weißen Land, um deren Eis zu beobachten.
oberhalb der Nordsee. Sie stellten Beben und Erschütterungen fest. Die Anunnaki wussten, dass die Oberfläche des Weißen Landes abrutschen würde und zu einer gigantischen Wasserkatastrophe führen würde. Wenn also jetzt oben am Pol die Wasserkappen abfallen und schlagartig Beben auslösen und Wasserkatastrophen entstehen, Tsunamis, die von Norden aus nach Süden gehen, da liegt aber nicht Mesopotamien. Es ist eigentlich einfach. Die Weisen dort haben berichtet, dass ihr Land von einer gigantischen Welle verschlungen werden würde. Das ist ein Tsunami. Und schon wieder, wie gesagt, schließen wir den Nahen Osten aus. Hier wird ganz eindeutig von einem völlig anderen Gebiet gesprochen. Enlil zum Beispiel befahl dann Ninurta, in die Bergländer jenseits des Ozeans zu gehen, um über das Grollen der weißen Erde zu berichten, also im hohen Norden bei den Eisbergen. Insoweit entspricht dies den Überlieferungen auch der Veden. Auch schreiben die Sumerer darüber, dass ein Monster den Mond verschlang. Schau da. Tsiusutra, also Noah, erhielt den Befehl, die Arche zum Abzug zu bringen, nicht nach Abzug. Also scheint Abzu ein Name eines speziellen Ortes gewesen zu sein oder einer Stätte, einem geografischen Punkt. Den lösen wir auch auf, wo der ist, aber nicht hier im Video, weil das ist echt abgefahren. Da brauchen wir eine Stunde für. Eine Region, ein Berg oder ähnliches. Ja? Und Tsiusutra wurde im Schiff auch von einem Ninagal, einem Halbbruder, begleitet, der ihm den Weg zu den Zwillingsbergen von Arata weisen sollte. Ich kann euch nur jetzt sagen, der Zwillingsberg von Arata liegt auch nicht dort, wo er vermutet wird. Auch nicht in Mesopotamien. Wo also lagen nun all die Städte, von denen bei den Anunnaki berichtet wird? Dazu haben wir noch einen Anhaltspunkt, den wir dazu nehmen werden. Denn Eden, wie gesagt, der Garten Eden, spielt dabei eine zentrale Rolle, um den wahren Ort des Geschehens zu finden. Und das hatten wir im ersten Teil bereits geklärt. Wenn wir in die Liste der Nachkommen von Marduk und seiner Frau Sapanit gucken, ist auch interessant. Marduk und Sapanit zeugten den Satu, den wir in Ägypten als Set kennen. Dunkler Bursche. Satu hatte einen Bruder mit dem Namen Asar. Asen und Ra rückwärts. Asar. Und den kennen wir unter Osiris. Osiris und Seth. Und Seth brachte den Osiris um. Ist ein Brudermord gewesen. Und so finden wir auch andere Namen ägyptischer Götter in den Büchern der Anunnaki. Aus dem verlorenen Buch von Enki geht nämlich hervor, dass es sich bei Asta zum Beispiel, der Tochter von Schamgas, um die ägyptische Isis handelte. Und wer war Schamgas? Schamgas war der Anführer von den Igigi, die sich die Menschenfrauen genommen haben. Und den begegnen wir in der Bibel auch. Die 200 gefallenen Engel, die sich Menschenfrauen nehmen und die Nephilim zeugen. Nur dort heißt er nicht Shamgas, sondern die Samyaza. Sham, Sam. Gash, Yas. Gleich geschrieben am Ende. Nur das J ausgetauscht durch ein G. Ist fast identisch. Samyaza, Shamgas, war der biblische Anführer der gefallenen Engel, die sich die irdischen Frauen Namen. Nephthys zum Beispiel war Seths Schwester und Ehefrau, die in den Schriften von Enki Nebat genannt wird. Der Gott Horus heißt bei den Anunnaki Horon. Enki wurde in Ägypten unter Ptah bekannt und Ninglish-Siddar als Thoth oder Tehuti, Marduk als Ra.
Also Osiris und Seth waren Kinder von Ra, von Marduk. Isis war zum Beispiel ein Kind von Shamgas bzw. Nephthys, alias Samyaza. Und die heirateten zusammen. Osiris heiratete Isis und Seth verliebte sich in diese Nephthys. Seth und Nephthys waren aber nicht auf der lichten Seite und stellten sich gegen Osiris und Isis und waren auch für den Tod von Osiris verantwortlich. Jetzt sollte man wissen, dass man überliefert, dass Thoth über die Nordroute von Atlantis, also über Helgoland, nach Ägypten und Deutschland nach Ägypten ging. Osiris reiste angeblich über eine Südroute, die Kanaren, auch nach Ägypten. Und dort trafen sie sich wieder. Es hatte einen Grund, warum die verschiedene Routen hatten. Dazu ein anderes Mal mehr. Marduk lebte im ersten Babylon in der heutigen Nordsee. Also ist offensichtlich, dass Marduk Ra aus dem hohen Norden kam. Und auch hier denke ich wieder an die vedischen Überlieferungen der Santhyas, dem Ra der Asen. Die vier Völker aus den vedischen Texten waren sehr eng mit Ra verbunden und lebten auf Atlantis. Beziehungsweise vorher Hyperborea. Benötigt ihr noch mehr Hinweise? Und jetzt wundert es auch nicht, dass Horon, also Horus, in der Eider, die vor Helgoland in die Nordsee mündet, dem Eridanus in Deutschland getauft wurde. Dazu im nächsten Teil mehr. Das ist richtig, richtig spannend, ihr Lieben. Ihr Lieben, das soll jetzt Teil 2 sein. Im Teil 3 klären wir nochmal, dass Horus wirklich in der Eider getauft wurde. Das ist echt abgefahren. Und die Eider oder der Eridanus wird gerne mit dem Jordan gleichgesetzt. Das ist völliger Unsinn. Und die Beweise sind so unglaublich erdrückend, dass man sie gar nicht verleugnen kann. Und noch viele weitere schöne Themen rund um die Nordsee, Amrum, Sylt, Helgoland vor allen Dingen. Ich freue mich darauf. Wir klären auch noch, wo Asgard liegt, wo Asgard lag, weil es auch in der Nordsee lag. Und wir haben Beschreibungen in der Edda, die wir tatsächlich auch geografisch ermitteln können. Es ist eigentlich einfach. Und wir klären auch noch, dass die Geschichte um Odysseus von Homer eigentlich geklaut ist. Wir können dankbar darum sein, denn ohne Homer hätte die Sage nicht überlebt. Aber es ist eine nordische Sage. Und das sogenannte geheiligte Land, das Phäakenland aus Homers Odysseus und der Odyssee, ratet mal, wo es lag. Aber das alles zu seiner Zeit. Jetzt habe ich erstmal, dass wir mit dem Teil 2. Er war vielleicht ein bisschen schwieriger, weil er sehr viel über die Anunnaki auch sprach, die Veden. Aber es war auch der Wunsch von vielen der Zuhörern, Zusehern, auch mal über die Veden zu sprechen. Deswegen habe ich den kleinen Einschub auch jetzt hier gemacht, der aber auch wichtig ist, weil dann erkennen wir die Zusammenhänge sehr gut und wir können es abgleichen miteinander. Wir erkennen tatsächlich die Gemeinsamkeiten wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Seid gesegnet. Alles, alles Gute. Ciao.